Hallo und herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Ja, und wir haben neue Infos bekommen. Und so wie es aussieht, brennt da wirklich in der Kirche Licht. Da wollen wir mal nachschauen, was da so los ist. Ne? Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel. Amen. Was? Ich hörte, du würdest nach uns suchen, ja? Was willst du? Spuck's aus. Ihr sollt Männer anheuern, die bereit sind, sich die Hände schmutzig zu machen. Ist das so? Und wo hast du das gehört? Im Wirtshaus und so. Die Leute reden. Eine nette Geschichte, aber niemand hat dir im Wirtshaus gesagt, hier zu warten, oder? Also, von wem weißt du es? Von einem deiner Freunde, den Namen habe ich vergessen. Er meinte, er könne mich nicht zu euch bringen, also sollte ich in der Kirche warten. Das ist richtig, aber er hat trotzdem mehr ausgeplaudert, als er sollte. Ich kenne mich aus. Mit mir könnt ihr nichts falsch machen. Schluss mit dem Geschwätz. Bevor du uns das Blaue vom Himmel versprichst, habe ich eine Prüfung für dich. Eine Prüfung? Nichts Schwieriges. Früher haben wir jeden aufgenommen, der aussah, als könne er gerade ausschauen. Aber jetzt nehmen wir dich nur, wenn du tust, was wir dir sagen. Und das wäre? Etwas stehlen? Nein, nichts stehlen. Wenn du zu uns gehören willst, musst du Pius töten. Wer ist Pius? Und weshalb sollte ich ihn töten? Das geht dich zwar nichts an, aber ich erzähle es dir, da es eine lehrreiche Geschichte ist. Pius war einer von uns, aber er hat's vermasselt. Wie? Hat er was geklaut? Ja, unter anderem. Hat Geld gestohlen und ist weggelaufen. Und ein paar Jungs sind deshalb krepiert. Er war nicht loyal. Sobald er tot ist, kannst du dich uns anschließen. Dazu muss ich ihn erst finden. Nein, das musst du nicht. Wir wissen, wo er steckt. Warum habt ihr ihn da nicht selbst getötet? Das ist es, ja. Er versteckt sich im Kloster. Bei den Stallburschen? Dorthin zu gelangen ist nicht schwer. Nein, nicht dort. Sonst wäre er schon längst tot. Er ist im Kreuzgang, oder wie das heißt. Aber dort dürfen nur Mönche rein. Nur Mönche und Pius. Dieser gebildete Bastard. Scheinbar war er früher Pfarrer, aber das war wohl nicht das Seine. Und wie soll ich in den Kreuzgang reinkommen? Dir fällt schon was ein. Ein Geheimgang vielleicht? Es soll unter dem Kreuzgang eine Höhle geben. Die Höhle des heiligen Prokop. Vielleicht führt von außen ein Weg dort hinein. Und fällt dir außer dem Geheimgang noch etwas anderes ein? Tja, es gibt da so einen Kerl, der im Wirtshaus herumlungert und bald ins Kloster soll. Vielleicht kann er dir ja helfen. An deiner Stelle würde ich mit ihm sprechen. Und falls er dich hängen lässt, töte ihn und reiß dir alles unter den Nagel, das dir dabei helfen könnte, seinen Platz einzunehmen. Ein Bestätigungsschreiben fürs Kloster oder so etwas. Cool. Jemanden im Kloster ermorden? Bist du des Wahnsinns? Mord ist ohnehin eine Sünde. Spielt es dann eine Rolle, wo man ihn verübt? Ja, tut es. Ich würde Blut auf geweihtem Boden vergießen. Na, dann zieh ihm eins über, schleif ihn raus und mach ihn kalt, wo es weniger heilig ist. Mir ist es gleich, solange er das Zeitliche segnet. Gibt es denn keine andere Prüfung? Wir heuern keine Stallburschen an. Wir suchen Kerle, die zu allem bereit sind. Und das ist die schwierigste Aufgabe, die wir haben. Und wie viele habt ihr schon geschickt? Nur ein paar. Und was wurde aus ihnen? Wurden sie gehängt? Nur der Erste. Die anderen zogen den Schwanz ein. Hatten wohl nicht die Nerven dafür. Wie erkenne ich diesen Pius? Er ist noch nicht lange dort. Abgesehen von dir wird er der einzige Neue sein. Und was, wenn es andere gibt? Wie sieht er denn aus? Normal. War immer gut gekleidet und trug stets einen äußerst schönen Dolch bei sich. Nur wird er nun eine Kutte tragen und den Dolch nicht mehr haben.
Dann wirst du wohl rausfinden müssen, welcher der Novizen der richtige ist. Bring ihn dazu, seine Identität preiszugeben. Füll ihn ab und schick ihn danach in die Hölle. Ihn abfüllen? In einem Kloster? Kein Ort wäre besser. Dort gibt es mehr Wein als in den königlichen Kellern. Und ich bezweifle, dass er nicht mehr säuft. Na schön. Ich soll Pius töten, der sich im Kreuzgang aufhält. Und um dort reinzukommen, brauche ich die Hilfe eines Jungen, der dem Orden beitreten will, ja? So ziemlich. Und jetzt zum Kern der Sache. Der Kern der Sache ist, ihn kalt zu machen, oder? Natürlich, aber das ist nicht alles. Nach dem Mord wird im Kloster die Hölle losbrechen. Also sieh zu, dass ihn niemand findet, oder mach schnell die Fliege, wenn du ihn erledigt hast. Es wäre jedoch besser, wenn sie ihn nicht sofort finden würden. Und dann? Soll ich dann hierher zurückkehren? Nein, nein. Bevor du abhaust, nimm seinen Würfel und bring ihn als Beweis mit. Und falls du aus ihm rauskriegst, wo er das Geld versteckt hat, auch das. Den Würfel und das Geld mitbringen, falls ich es finde. Und wohin? Geh vom Kloster aus Richtung Osten über den Fluss. Dort findest du im Sumpf eine Feuerstelle. Mach in der Nacht ein Feuer, ein schön großes. Dann kommen wir, um den Würfel und das Geld entgegenzunehmen und sagen dir auch, wo du dich melden sollst. Klar? Gut. Ich soll mich in den am besten bewachten Ort der ganzen Region einschleichen, jemanden töten, seinen Würfel und sein Geld nehmen und dann im Sumpf am Feuer warten. Ja, das ist der Plan. Ihr könntet in der Zwischenzeit zumindest ein paar Gebete für mich sprechen. Die werde ich brauchen. Und vergiss nicht, wir behalten dich im Auge. Also nicht abhauen, klar? Auf bald. Auf bald. Schlüssel. Pfad der Erleuchtung. Gut. Ups. Ich glaube, ich spreche erstmal mit dem Typen und dann mit Ratzig, wa? Ist da jemand? Oder soll ich erst mit Ratzig quatschen? Komm, ich quatsch erst mit Ratzig. Der wird ja wohl noch länger hier sein, ne? Und das ist Hauptquest. Von daher passt das schon. Gebe er Gas. Ich muss mir da erstmal hier Absicherung holen. Das Kloster einschmuggeln und da Leute umlegen.
ratzig, pennt bestimmt. Dann machen wir auch mal ein Nickerchen. Nur 50% Komfort habe ich hier in der Stube. Was hat der mir denn da für eine Räuberkammer gegeben? Alter Hund! Du bist bekloppt. Ratzig. Sei gegrüßt, Heinrich. Du hast das Rataya-Turnier gewonnen. Sehr gut, Junge. Ja, sehr gut. Herr, die Untersuchung des Massakers in Neuhof nimmt ungeahnte Ausmaße an. Was hast du herausgefunden? Ich habe die Bande aufgespürt, die Mörder für Pribislawitz anheuerte. Sie kennen die Mistkerle, die Neuhof niederbrannten. Ausgezeichnet. Was hast du noch herausgefunden? Bis jetzt nicht viel. Wenn ich mich unter sie mischen soll, muss ich einen ihrer ehemaligen Spießgesellen ermorden, einen Kerl namens Pius. Offensichtlich war auch er in Neuhof. Du musst einen Verworfenen ermorden, um dich zu beweisen? Ha, das gefällt mir nicht. Das ist nicht das Schlimmste. Dieser Pius versteckt sich im Kloster und gibt sich als Novize aus. Ich müsste hinter die Klostermauern, um an ihn ranzukommen. Tja, Herr im Himmel, es wird nicht leichter. Nicht jeder wird ins Kloster gelassen und der Abt wird keinen der Novizen aufgeben. Das profane Gesetz hat in einem Kloster keine Geltung. Das ist bereits das zweite Mal, dass sich dort etwas Widriges abspielt. Zuerst die Münzfälscher und jetzt das. Ich wäre froh, wenn sich jemand dort umsehen würde. Die Mönchskutte ist wohl der einzige Weg zu Pius. Wenn ich nur wüsste, wie ich sie erlange. Etwas Andacht und Gelehrsamkeit täten dir gut. Wenn das wirklich der einzige Weg ist, zu ihm zu gelangen, dann soll es so sein. Verzeih, aber ich kann dir dabei nicht helfen. Meine Beziehung zum Kloster ist nicht gerade zuträglich. Du musst dir wohl etwas einfallen lassen. Was soll ich tun, wenn ich Pius gefunden habe? Töte ihn nicht. Bring ihn zum Vogt nach Ratay. Er wird ihn verhören und ihm einen gerechten Prozess machen. Klingt nach einer schwierigen Aufgabe, Herr. Ins Kloster gelangen, Pius finden und ihn dann auch noch zum Vogt bringen. In der Tat, Junge, aber ich vertraue auf deine Fähigkeiten. Mach's gut. Na gut. Dann soll's so sein. Er, guck mal, wo er schon wieder ist. So, jetzt habe ich wenigstens Rückendeckung von oben. Ja, und dann bringen wir ihn halt nicht um, ne, sondern schleifen ihn zum Vogt. Kann der ihn dann umbringen? Feind mitten in der Stadt, was ist das denn?
Ich habe immer noch ein Kopfgeld auf mir drauf. Weshalb? Guten Tag. Du bist nicht zufällig Karl, oder? Nee. Bis später. Ein Bier bitte. Gott schütze dich. Du bist nicht zufällig Karl, oder? Nee. Nee. Gott behüte dich. Du auch nicht. Du siehst mir mönchartig aus. Was? Willst du, dass ich dir die Birne einhau? Ich hau dir gleich die Birne ein. Genau. Komm nur her. Flutsch. Du hast nix. So. Gott sei mit dir. Bist du Karl? Du bist nicht zufällig Karl, oder? Nee. Mach's gut. Gott sei mit dir. Du bist nicht zufällig Karl, oder? Nee. Alles Gute. Ein Bier für mich. Ich habe nur zwei Hände. Da, bitte sehr. Der ist schon weg. Gut, ein Weinbier bitte. Was? Willst du, dass ich dir die Birne einhau? Schon wieder? Genau. Komm nur her. Verdammt! Beim nächsten Mal reiß ich zusammen. Gern geschehen. Dich habe ich schon. Hey. Dich habe ich, glaube ich, auch schon. Wer bist du denn? Kommt gleich. Grüß Gott. Was kann ich für dich tun? Du bist nicht zufällig Karl, oder? Nee. Ja, bitte sehr. Nee. Auf gute Gesundheit. Da steht Karl auch dran. Ehrenwerte Grüße. Wie kann ich dienen? Bist du zufällig Karl? Bin ich. Warum fragst du? Wie ich hörte, bist du für das Kloster bestimmt. Das ist wahr. Aber ich konnte meinen getreuen Beschützer Manfred überzeugen, mir noch ein paar Tage Freiheit zu gönnen. Allerdings erlaubt er mir nicht, die Freudenmädchen zu besuchen. Weshalb ich an meinen letzten Tagen dem Alkohol fröne. Mit wem habe ich die Ehre? Ich heiße Heinrich. Freut mich, dich kennenzulernen. Was, wenn ich an deiner Stelle ins Kloster ginge? Ich würde dein Gewicht in Gold aufwiegen, wenn ich welches hätte. Aber Manfred da, mein Schutzengel und Wart, verwahrt mein Geld. Und er lässt mich keinen Moment aus den Augen. Wenn du mir hilfst, ihn loszuwerden. Er hört uns bereits die ganze Zeit zu. Na und? Hör zu, Freund. Stoßen wir an. Er ist ein verschlafener alter Esel. Wir können reden, sobald er einnickt. Bitte, werde ihn für mich los. Egal wie. Gott sei mit dir. Hier drüben, ein Bier bitte.
Natürlich. Bin schon auf dem Weg. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Bist du Manfred, der Beschützer des jungen Herrn? Wer bin ich? Baron. Ich suche schon eine Weile nach euch beiden. Der Vater des jungen Herrn schickt mich mit einer Nachricht, die nur für ihn bestimmt ist. Hat mein Herr seine Meinung im letzten Augenblick geändert? Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Du wirkst vertrauenswürdig. Ich lasse euch beide ein Weilchen alleine. Lebe wohl! Zieh ab! Da ist es schon. So, Karl, dann erzähl mal. Manfred, sind wir los. Genau wie du wolltest. Gott sei Dank. Er lässt mich nicht aus den Augen und ist geradezu erpicht darauf, mich ins Kloster zu stecken, damit er nach Hause kann. Weshalb wirst du ins Kloster gesteckt? Wie alle lustvollen Burschen liebe ich liebreizende Mädchen. Eine liebte ich zu sehr und sagen wir mal, sie war 9 Monate lang unpässlich. Aber dafür stecken sie ja nicht ins Kloster. Wenn sie die Tochter deines Lehnsherrn ist, schon. Scheiße. Scheiße ist milde ausgedrückt. Der Herr von Bukova war gar nicht erfreut. Er kann seine Tochter nun nicht mehr verheiraten und stellte Vater vor die Wahl. Entweder er zahlt 1000 Groschen und serviert meine Eier auf einem Silbertablett, oder er zahlt 1000 Groschen und steckt mich irgendwo hin, wo ich nie wieder gesehen werde. Weshalb sitzt dir dein Wächter ständig im Nacken? Damit ich nicht weglaufe. Natürlich kann ich mich frei bewegen, aber er beobachtet mich auf Schritt und Tritt, bis ich hinter den Klostermauern bin. Nun, jetzt beobachtet er dich nicht. Was bringt mir das, wenn er das ganze Geld hat und sogar meinen Sattel und Umhang hinter Schloss und Riegel hält? Warum läufst du nicht einfach weg? Mittellos? Was zum Teufel würde ich tun? Ich weiß nicht, wie man arbeitet, habe kein Geld und der alte Sack hat sogar meinen Umhang. Er hat mich in der Tasche. Arme gibt es überall und die kommen auch irgendwie durch. Wenn ich zwischen Hunger und Armut auf der einen und dem Kloster auf der anderen Seite wählen müsste, gewinnt das Kloster. Könnte ich dem Alten nur den Geldbeutel stehlen, dann wäre ich über alle Berge und niemand würde mich jemals wiedersehen. Was, wenn ich an deiner Stelle ins Kloster ginge? Was? Freiwillig? Du siehst mir nicht wie einer aus, der den Rest seines Lebens auf Knien beten möchte. Aber das ist wohl dein Problem. Du wirst nur aufgenommen, wenn du des Lesens und Schreibens mächtig bist und ein Schreiben des Abtes besitzt. Es bestätigt im Grunde, dass sie wissen, wer du bist und dich aufnehmen werden. Dann gib mir dein Schreiben und ich sage einfach, ich wäre du. Manfred hat es. Du müsstest es ihm abnehmen. Aber er ist stets auf der Hut. Es sei denn, er schläft. Also stehle ich es und du kannst verschwinden. Verschwinden? Mittellos? Was zum Teufel würde ich tun? Ich weiß nicht, wie man arbeitet, habe kein Geld und der alte Sack hat sogar meinen Umhang. Er hat mich in der Tasche. Arme gibt es überall und die kommen auch irgendwie durch. Wenn ich zwischen Hunger und Armut auf der einen und dem Kloster auf der anderen Seite wählen müsste, gewinnt das Kloster. Hier, könnte genau ich dem Alten nur den Geldbeutel stehlen? Dann wäre ich über alle Berge und niemand würde mich jemals wiedersehen. Das wäre alles. Gott sei mit dir. Hier. Wo ist der Typ? Auf gute Gesundheit! Überlegt lieber zweimal als
Neue Spezialisierung. Wo? Da, Taschendiebstahl. 10 haben wir jetzt. Sauber. Was gibt's dafür? Auf einer Wellenlänge. Finde ich scheiße, ne? Enthüllt die Werte von der Hälfte der Gegenstände in der Börse. Oh, gut. Wenn dich jemand ein bisschen mag, wenn du verhaftet oder durchsucht bist, verbleiben. Aha. Ach, die Werte. Na gut, dann nehme ich hier den diebischen Blick 2. Karl. Arme Socke. Ich habe deine Sachen. Wunderbar. Gib mir den Beutel. Mit dem Schreiben kannst du machen, was du willst. Ich nehme Bier. Da hast du die Hälfte. Die Hälfte? Und der Rest? Den behalte ich. Das ist Aufwandsentschädigung. Nun, gerecht kommt mir das nicht vor. Aber was kann ich tun? Mach's gut. Was? Willst du, dass ich dir die Birne einhau? Genau. Komm nur her. Macht Spaß, dir auf die Fresse zu hauen. Ein Bier. Da liegst du gut. So. Dann gehen wir wohl ins Kloster. Wieder ein Ritterschnaps für Lau. Ja, aber weiß man nie vorher, ne? Kalle. Ich bin Karl. Ich soll Novize werden. Wir haben dich früher erwartet. Hätte dich dein Beschützer nicht begleiten sollen. In letzter Zeit ist es hier etwas hektisch. Leute tauchen aus heiterem Himmel auf. Er gab mir das Schreiben und verließ mich am Tor. Du solltest das gewohnt sein. Immerhin bin ich nicht der erste Novize, oder? Nicht besonders umsichtig von ihm, nicht wahr? In letzter Zeit ist es hier etwas hektisch. Ein Novize kommt nach dem anderen. Der letzte hatte nicht einmal ein Schreiben. Und man könnte glauben, seine Kehrseite stünde in Flammen. So oft blickte er über die Schulter. Kam dir das nicht verdächtig vor? Er wurde ohne Schreiben aufgenommen? Ich vermute, er wollte sich vor jemandem verstecken. Aber er ist Pfarrer. Und weiß, wie die Dinge im Kloster laufen, also sprach nichts dagegen, ihn aufzunehmen. Zumindest vorläufig. Bei dir ist das allerdings etwas anderes. Kannst du lesen? Natürlich, sonst wäre ich nicht hier. Nun denn, bist du bereit, dich dem Benediktinerorden anzuschließen und den Versuchungen dieser Welt für immer zu entsagen? Nein. Ja. Dann musst du dich sämtlicher weltlicher Besitztümer entledigen. Verkauf sie. Gib sie den Bedürftigen oder spende sie dem Kloster. Es ist dir nicht erlaubt, diesen Ort unter der Bürde weltlicher Güter zu betreten. Im Torhaus befindet sich eine Truhe mit einer Mönchsrobe. Entledige dich deiner Habe und wirf die Kutte über. Dann kannst du ruhen, während ich den Prior aufsuche, um deine Aufnahme abzuwickeln. Möge Gott über dich wachen. Ja, wie jetzt?
Auch meine... Die nicht. Die brauche ich. Was? Ja, das Pferd wird schon hier abhauen, ne? Ne. Das könnte ich dann noch mal eben schnell lesen. Boah, wenn mir jetzt einer Schattenmähne klaut, ne? Der freut sich. Katsching. Du bleibst genau da stehen, ja? Hier rein oder was? Eigenartig, so ganz ohne Habe zu sein. Ich wusste nicht, wie sehr ich mich daran gewöhnt hatte. Es ist alles vorbereitet. Die Zeit ist gekommen, um deinen Schwur abzulegen. Muss ich das hier wirklich anziehen? Du solltest dich lieber daran gewöhnen, denn diese Kutte trägst du den Rest deines Lebens. Meine Brüder, wir haben uns heute hier versammelt, um einen neuen Novizen in unserer Mitte aufzunehmen.
5. Vergiss dein bisheriges Leben und tritt ein in die Gemeinschaft der Ordensbrüder des heiligen Benedikt. Opus Dei, Obedientia, Opprobria. Der Dienst an Gott, Gehorsamkeit und die Duldung jedweder Unannehmlichkeit. Sie bilden das Fundament und die Grundpfeiler unseres Ordens, welche vom heutigen Tage an auch die deinen sein sollen. Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam. Et non confundas me ab expectatione mea. Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam. Eloquium tuum vivam. Et non confundas me ab expectatione. Nimm deinen neuen Namen an, Bruder Gregor, und trage ihn mit Würde. Willkommen, Bruder. Willkommen. 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 Mönch, Trophäe erhalten. Willkommen, Erleuchtung. Bruder. Ich bin Antonius, ein Novize wie du. Ich wurde angewiesen, dich herumzuführen und dir zu sagen, was dich erwartet und welche Aufgaben von dir verlangt werden. Danke, dass du mir bei der Zeremonie geholfen hast. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Du kannst kein Latein, oder? Keine Sorge, bei der Arbeit im Skriptorium lernst du es schnell genug. Weshalb bist du hier? War es deine Entscheidung oder wurdest du gezwungen? Ich wollte es so. Für einen einfachen Burschen wie mich ist dies der einfachste Weg, Bildung zu erhalten und etwas mit seinem Leben anzufangen. Dann sind wir wohl aus demselben Grund hier. Wir werden gut miteinander auskommen. Würdest du mir etwas über dich erzählen? Ich bin Novize und hier, weil ich ein schlechter Händler wäre. Ich mag Bücher und möchte mich bilden, obwohl ich sagen muss, dass das Klosterleben bisher, sagen wir, ungewöhnlich war. Na dann los. Gut, aber bevor wir gehen, hier ist ein Brief des Priors, in dem deine täglichen Pflichten aufgelistet sind, die du von morgen an zu erledigen hast. Lies ihn spätestens am Abend, damit du weißt, wie die Dinge laufen. Wir können jetzt los. Bleib dicht bei mir, ich werde dir alles erklären. Merk dir ein Wort, Disziplin. Es ist deine Aufgabe, zu arbeiten und zu beten. Du dienst jetzt dem Herrn, nicht dir selbst. Warte mal. Ey, ich hab echt meine Dietriche nicht mehr. Dieser Weg führt ins Dormitorium, wo wir alle schlafen. Du findest dort ein freies Bett, das von nun an dir gehört. Mhm. Weißt du, was mich das Kloster als erstes lehrte? Schlaf wertzuschätzen. Wir stehen jeden Tag vor Sonnenaufgang auf. Sich daran zu gewöhnen, dauert etwas. Junge. Junge. Junge, tschüss hier.
Seid. Gott nur. Gepriesen sei Jesus Christus. Das ist der Garten. Er dient dem stillen Nachsinnen und der Meditation. Aha. Vor ein paar Jahrhunderten gründete der heilige Prokop, einer der geachtetsten Brüder, dieses Kloster. Seine irdischen Überreste befinden sich in einer Höhle unterhalb des Klosters. Und sein Geist wandelt des Nachts durch die Korridore und bestraft unartige Novizen. Sieh dich vor. Die Werkstatt der Brüder und das Skriptorium. Hier und in der Bibliothek arbeiten wir. Ora et labora. Bete und arbeite. Als Novize musst du den Brüdern über dir stets gehorchen. Über den Mönchen stehen der Prior und die Cirkatoren, die jeden Verstoß ahnden. Du erkennst sie an ihren Gehstöcken. Tu, was sie dir sagen. Das ist das Refektorium. Hier speisen wir. Während der Mahlzeiten muss Ruhe herrschen. Nur ein Bruder liest laut aus der Regula Benedicti vor. Die Regula ist das einzige Gesetz, das wir anerkennen. Mit Ausnahme des Gesetzes Gottes. Verstößt du gegen die Vorschrift? Die Bibliothek, der Stolz unseres Klosters und eine Fundgrube des Wissens. Wir lesen hier nicht nur Bücher, sondern schreiben sie auch ab. Du wirst es auch lernen. Das war's. Heute hast du noch frei, aber ab morgen wirst du wie die anderen arbeiten. Wenn du etwas benötigst, frag einen der Brüder. Wir helfen dir gerne. Ach, und du solltest auch die anderen Novizen kennenlernen. Abgesehen von mir wären da noch Konstantin, Joachim und Lukas. Danke für die Führung. Hier gibt es viel zu lernen. Würdest du mir etwas über dich erzählen? Da gibt es nicht viel zu sagen. Ich komme aus Vlashim und nach dem Tod meines Vaters wurde mir klar, dass ich als Händler nichts tauge. Also überließ ich den Laden meinem Bruder und wurde Mönch. Es ist friedlich. Es gibt Essen und man hat viel Zeit zum Lesen. Du bist also freiwillig hier? Es mag seltsam klingen, aber ich bin einer der wenigen Novizen, wenn nicht der einzige. Um ehrlich zu sein, erschien mir das Klosterleben einladender, als in einem verstaubten Laden zu vergammeln. Mir scheint, dich kann ich das fragen. Gibt es im Kloster jemanden, der mir ungewöhnliche Dinge beschaffen könnte? Wie zum Beispiel Dietriche? Du überraschst mich, Bruder. So eine Frage hätte ich vom Sohn eines Edelmannes nicht erwartet. Wende dich an den Kellerer. Es heißt, er war einst ein Dieb. Cool. Ich muss etwas gestehen. Ich bin zwar kein Pfarrer, aber nur zu. Wird sowieso nichts Tragisches sein. Ich suche nach einem Dieb. Er war am Überfall auf das Gestüt in Neuhof beteiligt. Ach wirklich? Wer bist du, dass du dich so dafür interessierst? Das ist unwichtig. Warum erzählst du mir das eigentlich? Was willst du von mir? Du könntest mir helfen, ihn zu finden. Den verschwundenen Dieb? Wenn ich etwas wüsste, würde ich es dir sagen. Ehrlich. Wenn, dann muss es einer der Novizen sein. Ich habe erst kürzlich von dem Vorfall in Neuhof erfahren und all die anderen Brüder sind schon viel länger hier. Ich weiß. Abgesehen von mir gibt es nur 4 Novizen. Aber noch weiß ich nicht, welcher es sein könnte. 3. Bitte, lass mich aus dem Spiel. Und du hast recht, es könnte jeder sein. Niemand weiß etwas über Lukas. Konstantin könnte sonst wer sein, nur kein Mönch. Und Joachim ist ein schleimiger Wurm. Es würde mich nicht überraschen, wenn er am Massaker beteiligt war. Je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger kann ich ihn leiden. Er ist eine spitzfindige Ratte und würde alles tun, um sich einzuschleimen. Wenn ich mir vorstelle, dass er dort war, bekomme ich Gänsehaut. Ein unschöner Gedanke. Aber vielleicht hast du recht. Danke für die Hilfe und bitte kein Sterbenswörtchen zu den anderen. Keine Sorge, mein Freund. Ich schweige wie ein Grab. Gut. So. War hier nicht noch irgendwas mit einem Buch?
Tja. Necronomicon. Interessant, wie viele Bücher ich schon. Die verbotenen Bücher müssen in diesem Schrank sein. Bücher darin sind nicht für deine Augen bestimmt. Alles klar, alles klar. Gut, dann weiß ich schon mal, wo ich ran muss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und wir sind jetzt Mönch. Gucken, wie das hier weitergeht. Ich wünsche euch was.